Nils Planzer, Vorsitzender der Geschäftsleitung Planzer AG, Familienunternehmung. Herzlich willkommen an der Pack & Move auf dem blauen Sofa. Besten Dank. In deinem Statement hast du gesagt, Logistik ist einfach, die Kommunikation gilt es zu beherrschen. Was macht die Planzer AG, um die Kommunikation zu beherrschen? Wir versuchen es effektiv einfach zu halten. Und ich denke, die Komplexität in der gesamten Wirtschafts- und Logistikwelt ist tendenziell zunehmend. Aber das Wichtigste ist und bleibt eben eine einfache, übersichtliche Kommunikation. Und das steht und fällt mit den Menschen. Und da versuchen wir, einfache Prozesse, klare Schnittstellen aufzubauen, und vor allem investieren wir am meisten eben in den Faktor Mensch und in die Kultur, und das habe ich damit gemeint. Okay. Habt ihr im Unternehmen einen Kommunikationsbeauftragten auch? Nein, wir versuchen einfach sehr lean zu bleiben, unkompliziert, menschlich zu bleiben, und jeder soll so sprechen, wie ihm seine Zunge gewachsen ist, aber da braucht es auch eine gewisse Toleranz dazu, und das ist der Bestandteil der Kommunikation oder der eben dieser Einfachheit. Und dort glauben wir, indem dass wir nicht große Besprechungen organisieren müssen mit verschiedenen Intervallen, dass wir indem wir eben effizient, einfach, klar, auch teilweise sehr hart in der Sache miteinander diskutieren, gewinnen wir an Effizienz, und sozusagen auch ist das eben die einfache, klare Linie. Kommunikations- als Unternehmenskultur, könnte man sagen. Ne? Absolut. Wir kommen ja aus der Fuhrhalterei heraus, und da ist schon früher war die Kommunikation sehr unkompliziert, sehr direkt, sehr offen, und da muss man sich, entweder kann man damit leben oder nicht damit leben. Wenn man damit leben kann, dann weiß man, dass man eben ehrlich bedient wird. Das darf man dann schätzen in dieser Branche, und ist eine Kultur, die wir immer versuchten, trotz des Wachstums weiterzuleben. Mhm. Fuhrhalterei, du hast dein Stichwort natürlich hier auch abgegeben, was früher wirklich einfach reiner Transport von Ware A nach B, kann man sagen, dass sich die Aufgaben, das vielfältige Aufgabengebiet eines heutigen Logistikdienstleisters hat sich ganz enorm entwickelt. Ich meine, früher wahrscheinlich praktisch nur auf der Straße. Heute, soviel ich das irgendwie in Erinnerung habe, macht ihr über 40% auf der Schiene vom gesamten Warentransport. Zusätzlich die ganzen Lagerdienstleistungen, weitere Logistikdienstleistungen. Enorme Entwicklung eines Logistikdienstleisters. In welche Richtung geht diese Reise weiter? Ich denke, das Interessante an dieser Branche ist, dass es eben eine Dynamik schon mal mit sich bringt. Früher von der Fahrerei, dann der erste Schritt war die klassische Lagerhaltung, und weiter haben sich dann Dienstleistungen entwickelt, auch mit den Möglichkeiten, die die IT mitgegeben haben, dass wir eben vom Kunden zu uns, aber auch intern direkt kommunizieren konnten, fast kein Papierfluss mehr nötig ist. Und die Herausforderung bleibt groß, jedoch hat das auch seine Grenzen. Ich glaube, die Komplexität, die gilt es eben zu beherrschen. Und wenn man da Hansdampf in allen Gassen sein möchte, ist das sehr anspruchsvoll und auch nicht immer nur erfolgsverwöhnt. Mhm. Gerade in der Vergangenheit hat es in der Schweiz doch einige Übernahmen, Integrationen von Transportunternehmungen gegeben, auch traditionelle Transportunternehmungen. Gewisse sprechen von einer Strukturbereinigung des Marktes, andere sagen dann auch, dass eben die Transportunternehmen vom Staat gemelkt werden, bis es nicht mehr geht. Ist diese Entwicklung abgeschlossen, oder wie sieht der Markt vielleicht in 10 Jahren aus? Nein, ich denke, das stagniert nie, eine solche Entwicklung. Und diese Konzentration, welche nicht nur von Vorteilen ist für den Mittelstand, da konnten wir bestimmt mit einer gewissen
Ausgangslage mit einer gewissen Größe eher davon profitieren wie ein kleiner Unternehmen. Der hat dann aber auch wieder die Möglichkeit, was dann uns wieder nicht möglich ist, mit unserer Anführungsschlusszeichen im Vergleich Schwerfälligkeit, sich auf Nischen zu konzentrieren. Also ich denke, es wird immer ein großer Wettbewerb bleiben. Es wird sich nicht reduzieren auf 3 bis 5 Anbieter. Die große Masse wird sicher sich weiter konzentrieren, aber die Vielfältigkeit von der Industrielogistik bis zur Dienstleistungslogistik, die hat kein Ende in den nächsten 2-3 Generationen und das wird spannend bleiben. Okay. Als, ich sag mal, größerer Mittelständler, würde ich mal Planzer bezeichnen, ist es natürlich auch so, dass der Schweizer Markt begrenzt ist. Ihr habt auch einen internationalen Fokus. Auf der anderen Seite gibt es doch auch international tätige Unternehmen, die in der Schweiz aktiv werden. Wie groß ist da auch der Konkurrenzdruck, gerade vom Ausland in der Schweiz? Spürt ihr das? Klar spüren wir den. Das ist auch gesund so. Wettbewerb ist in jeder Branche extrem wichtig. Da kann man davon profitieren. Ich glaube, dass wir als Unternehmen noch viel Wachstumspotenzial haben, denn das ist so ein fragmentierter Markt mit einer Durchschnittsgröße von ca. 12 LKWs, die Unternehmungen in der Schweiz zählen, haben wir da noch genügend Wachstumspotenzial alleine im Kerngeschäft, was wir aber auch in den letzten Jahren weiterentwickelt haben, nebst der reinen Lager-Logistikdienstleistungen, dass wir eben auch etwas diversifiziert haben. Wir gehen heute in die Zwei-Mann-Delivery-Systeme, indem dass wir Computer, Server, Büroautomatisationsgeräte in den 4. Stock bringen und dort Techniker diese auspacken und zu einem Green-Bottom-Service machen. Aber da kommt man, wie gesagt, teilweise wieder an seine Grenzen. Man merkt, da ist jetzt vielleicht wieder der Kleinunternehmer besser aufgestellt oder einfacher aufgestellt. Und wir versuchen einfach ein vernünftiges Portfolio für diesen Markt Schweiz zu kreieren und weiterzuentwickeln. Und dass wir aber morgen in Europa da eine bedeutende Rolle spielen, an dem zweifle ich. Umso wichtiger ist, dass wir schnittstellenfähig sind für andere Partner in Europa, für Kunden von uns, Speditionsunternehmen, wo wir dann diese Güter in der Schweiz wieder handeln dürfen. Der Markt bleibt spannend, könnte man sagen. Ne? Das hoffe ich doch und das ist auch eine Riesenchance für unser Gewerbe. Man spürt es an einer Messe wie hier oder auch an den gesamten Ausbildungen in dieser Branche. Früher war es der LKW-Fahrer und der Lagerist. Heute ist es eine Berufsspanne von über 30 sehr spezialisierten Berufen, wo man eine gute Grundausbildung ausüben kann und dann auch später mit Weiterbildungen in einem spannenden Marktumfeld, wo eines der dynamischsten war in den letzten 10 Jahren, denke ich, wenn man das mit anderen Industrien vergleicht, ist das gut für unsere Branche, dass das spannend bleibt. Die Messe hier heißt Pack and Move. Als Mover bist du hier an der Messe dabei mit Planzer. Was war so ein bisschen der Ansporn, auch hier präsent zu sein? Also wir in unserer Gruppe beschäftigen wir heute über 200 Mitarbeiter, die auch im reinen Packing tätig sind. Das sieht man von außen nicht, wenn man an einer solchen Lagerhalle vorbeifährt. Aber das ist für uns ein sehr wichtiges Standbein dieser Dienstleistungspalette. Und da wollten wir doch schon an einer Pack and Move dabei sein, weil wir eben von beiden Bereichen her diesen Markt bearbeiten möchten. Wunderbar. Ich danke fürs Gespräch. Danke dir. Herzlichen Dank. Merci.